Hi, mein Name ist Ramon, ich bin 19 Jahre alt und das sind die Geschichten meines ersten eigenen Urlaubs. Auf geht's! Kilometer sind schon geschafft. Ich bin in Kroatien auf dem Weg zum Unacamp. Auf geht's! Don't keep on saying it's too late, that you know right from wrong. Es ist 9.48 Uhr, ich bin an der bosnischen Grenze und es sind ein Haufen Autos vor mir. Es ist 10.05 Uhr. Es ist echt richtig heiß. Ich musste mir hier schon was bauen, dass die Sonne nicht so krass durchkommt, aber boah. Es ist 10.14 Uhr und ich sehe da vorne schon ein Stückchen von der Grenze, glaube ich. 10.24 Uhr, ich bin jetzt schon relativ nah dran, glaube ich. So, ich bin eigentlich direkt vor der Grenze. Ich filme jetzt so ein bisschen unauffälliger, weil ich glaube, man darf an der Grenze nicht filmen. Genau. Und es ist 10.32 Uhr. Okay, 10.38 Uhr. Ich bin durch. Cool. Geil. I'm holding on to what you gave me. Why you pushing me to move on? We know we're fooling ourselves. So you put your mind at ease. Knowing that we can't do it again. While I keep on begging you, please. Ja, Start der Etappe, erster Tag, sind wir auf Tour. Wir fahren zum Ramsko Jezero und wir sind jetzt gerade zwischendrin, also zwischen Unacamp und Ramsko Jezero, das bei Sarajevo liegt. Ja, genau, jetzt fahren wir erstmal das gut lange. Das ist der Lukas mit seinem Auto, dem, hat es einen Namen, das Auto? Der hat keinen Namen, der Dicke. Der Dicke, okay. Das ist der Dicke und der Graue sind unterwegs. Ja. Genau. In the floor at night, about to walk an extra mile, keeping me here for all your own reasons. I can see it in your smile. Emotions taking over now, asking you to come home. Remind you of our happiness, and no one wants to be alone. Wir sind jetzt hier am Podbor Jezero, ein See, der schon ziemlich krass ausschaut aus der Luft. Und jetzt halt auch, wenn man hier ist, Sonnenuntergang gestern war schon ziemlich geil. Das Wasser ist auch eigentlich ganz gut, nur zum Einsteigen ist es schlecht, weil ja, es ist sehr schlammig. Aber sonst ziemlich geil. Hinten sind gerade alle. Wir sind ja gerade unterwegs mit einem Laster zusammen so ein bisschen. Die fahren heute auch noch an dem Platz, wo wir hinfahren. Das sehen wir dann aber später. On the way to
Jezero. Und nein, das ist kein Staub, das ist wirklich Wolke. Und angekommen. Angekommen, ja. Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber vielleicht wird es ja morgen noch was. Es ist hart neblig, aber so hart neblig. Es ist echt nass. Auf dem Hinweg war es sehr staubig, deswegen die Autos. Mach ich mich mal auf den Weg zum See. Und nicht mal hier oben auf 1648 Meter sind die Leute zivilisiert genug, ihren Scheißmüll mitzunehmen. Und Schafsköpfe. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. Gestern noch dicker Wolkennebel und heute einfach strahlend blauer Himmel. Wir sind gerade auf dem Weg zum Buraco Jezero und fahren gerade auf der Piste, um uns die Autobahngebühr zu sparen. Hier am nächsten Tag am Buraco Jezero fahren wir jetzt dann demnächst weiter auf das super krasse Hochplateau, wo man Rundumsicht und fetten Sonnenuntergang genießen kann. Auf geht's zum Hochplateau! Also ich verstehe nicht, wie die Einheimischen hier mit dem Golf 1, Golf 2 hochbrettern. Wenn ich mit dem T4 Synchro, klar, nicht vielleicht das beste Allradauto, aber teilweise schon durchdrehe und die müssen die hier hochbolzen. Ich nehme mal die Abkürzung aus, mal schauen, ob die geht. Ja, zwischendurch fahren wir auch Abkürzungen hier und ja, ich hoffe, die Reifen halten es durch, weil die Steine sind teilweise echt spitz, also wirklich echt fiese Steine.
abseits von den Wegen geht es hier auf den Berg, um einen Übernachtungsplatz zu finden. Oh, ganz, ganz, ganz knapp, ganz, ganz, ganz knappe Sache. Ich muss hier zickzack fahren. What's your name? Harun Matic. What's your name? Nein, Hejub. And you? Zahid Hejub. Perfect. Our new friends? Yes. Yeah, look inside. Look. Heute fahren wir mal wieder Piste und unser heutiges Ziel ist ein Berggipfel, von dem ein Skigebiet nach unten geht oder wo Skipisten nach unten gehen. Also quasi, wir fahren in ein Skigebiet. Und selbst zu steil für ein Landy? Ja, da oben, das wäre schon zu nah an den Grenzen. Aber schon geil. Oh yeah, das da oben ist unser Platz für heute Nacht, da ganz oben bei den kleinen Häuschen. Der Richtung da hinten ist Sarajevo. Ist schon geile Aussicht auf. Ich glaube 2100 Meter sind wir. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich Skifahren wollen würde bei den Liften. Sind wir schon seit einiger Zeit hier oben auf dem Fastgipfel des Observatoria. Der richtige Gipfel ist da. Wir stehen hier unterhalb von der Ruine und haben eine fette Aussicht einfach mal auf Sarajevo. Morgen ist der Plan, dass wir nach Montenegro einreisen und dort an den Piva-Stausee fahren. Dort erstmal zwei Tage bleiben und dann mal ganz gechillt gucken, wie es weitergeht. Nächster Morgen und es ist unfassbar windig. Mittlerweile müssten wir schon fast vor der Grenze Montenegros sein, wo wir jetzt ja zum Piva-Stausee fahren und die Straße wird immer beschissener.
Manchmal schaffen wir es leider nicht. Da müssen wir präparieren. Schon recht matschig. Naja, heute an diesem wunderschönen Sonntagmorgen geht's auf nach Dubrovnik. Das da vorne ist die Grenze, oder schon? Ja. Gut, dann sind wir hier mit an der Grenze zu Bosnien. Ganz kurz nur, nämlich dann geht's nach Kroatien, nach Dubrovnik, um genau zu sein. Und dort werden wir ein bisschen rumschauen und dann dort irgendwo übernachten. Sommer, Sonne, Meer und Kroatien, Dubrovnik, hallo! Da sieht die Burg unten schon. Geil, Scheiß! Nächster Tag, wir reisen wieder nach Bosnien ein. Das ist jetzt nun das dritte Mal und auch das letzte Mal. Ach ja, heute geht's zu den Kravica Wasserfällen. Ich liebe Maps.me. Es sucht immer so tolle Abkürzungen raus, wie zum Beispiel diese Ministraße mit echt fiesen Steinen. Und die ist echt verdammt eng, die Straße. Life we are facing. Mama can't find one to forget, pray dead. Extreme
shit that just go on like yourself, you see me? Yeah man, hold it up, right in my street, laugh. Das ist genau das, was ich meinte. Meine scheiß Drohne wurde jetzt gestohlen. Es wurde verfickt nochmal die Fahrerseite eingeschlagen. Scheiße, echt! Fuck! Aber das haben sie alles rausgetan. Ja, das haben sie rausgetan, aber das Geld hier ist das Geld. Vor allem auch das Navi da gelassen, nur die Drohne mit. Nur die Drohne. Mein Laptop ist Gott sei Dank noch da, meine Festplatte, alles Scheiße ist noch da, aber what? Alter, ich zitter ohne Scheiß. Ich habe keine Fahrerseitenscheibe mehr. Hier. Einfach während wir in den Kramitzer Wasserfällen waren, mal fett schön eingebrochen hier. Hier beim Lukas auch eingebrochen. Aber reingekommen sind sie. Reingekommen sind sie zwar nicht, aber haben auch eine Scheibe eingeschlagen. Fehler war, hier hinten zu parken. Wir haben ja ganz hinten geparkt. Ich glaube, das war echt ein scheiß Fehler. Wir hätten einfach da vorne direkt, wo einfach jeder Mensch vorbeiläuft, hinfahren sollen. Wir haben hier die Fahrerseite, sind sie reingekommen, haben dann aber hier irgendwas mit der Tür gemacht, weil ich komme einfach bei der Tür gerade irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Vielleicht war das auch gut, dass sie so nicht aufgekommen haben. Ja, da haben sie versucht, hier. Die haben hier versucht aufzuhebeln. Die haben aufgebohrt und dann einen Mechanismus ausgelöst. Und hier hinten, schön im Eck. Den da hinten wird es bestimmt auch treffen, denke ich mal. Den schönen Bus da hinten. Tja, und das Ding ist, ich habe mir vor dem Urlaub noch gedacht, scheiße, wenn sie bei mir einbrechen, die haben einfach Warenwert von 5000 Euro, habe ich einfach dabei. Mal so ausgerechnet. Sie haben jetzt zwar, Gott sei Dank, kann man sagen, nur die Drohne. Aber die war halt auch arschteuer. Hier. Auch beim Lukas aufgebohrt oder aufgehebelt versucht, das Auto, genauso wie bei mir. Zusätzlich ist eigentlich noch ganz gut, dass sie haben zwar mein Geldversteck geöffnet, haben das aber Geld aber nicht gefunden. Keine Ahnung warum. Ich habe da so ein kleines Kästchen, da haben sie zwar aufgemacht, aber das Geld war noch drin. Also irgendwie waren sie nette Einbrecher vielleicht sogar. Okay, ich habe jetzt hier gerade einen ziemlich netten Standhändler gefunden. Der hat für mich die Polizei angerufen, weil ich weiß nicht, ob die mich verstanden hätten. Jetzt kommt die Polizei her. Gucken, die können wahrscheinlich nichts tun, nur das aufnehmen vielleicht und ja, ist wahrscheinlich gescheiter als zur Polizeistation fahren, denke ich mal. Ich warte jetzt auf die Polizei und es war schon, im Nachhinein war es eine scheiß Idee da hinten zu parken, auf jeden Fall. Wir haben halt nur geparkt, weil es da hinten schattig war. Erster Urlaub, alleine, erster Einbruch überhaupt. Nice! Okay, Polizei ist eingetroffen. Mal gucken, was die für uns tun können. Okay, neuer Zwischenstand, Polizei ist da, die sprechen kein Wort Englisch, aber können uns auch nicht helfen. Die haben jetzt die Kriminalpolizei angerufen, die kommt jetzt anscheinend demnächst und untersucht den Tatort. Wie angenommen, der gelbe Bus, den ich vorhin gezeigt habe, der kam gerade auch her zur Polizei, hat gesagt, bei ihm wurde auch eingebrochen. Auch die Tür aufgebohrt, zwar kein Fenster zerschlagen, aber auch die Tür aufgebohrt. Also der gelbe Bus da hinten. Wir müssen auf die Police Station und ich habe bemerkt, dass bei mir an drei Türen aufgebrochen wurde oder versucht wurde. Einmal an der Tür, also an der hier, dann an der Beifahrertür auch, haben sie auch, wollten sie auch aufhebeln und natürlich zu guter Letzt auch an der Fahrertür. Und wir haben uns entschieden, dass wir morgen oder heute müssen wir noch zur Polizeistation, morgen zum Unacamp durchbrettern. Und dann da vielleicht einen Tag, zwei mal gucken bleiben und dann ja nach Hause fahren, weil mir ist jetzt die Lust auf Urlaub vergangen. Kann man glaube ich verstehen. Okay, jetzt geht's mit der Kriminalpolizei zur Polizeistation, wo wir unsere Aussage machen können. Okay, wir fahren jetzt gerade in einer Dreierkolonne, also mit dem Franzosen in dem VW T2 ist es, glaube ich, bei dem eben auch eingebrochen wurde. Und wir fahren jetzt auf den Campingplatz und gucken, ob der noch offen hat. Es ist mittlerweile 9:30 Uhr, mal gucken. Maybe we are alive twice.
Okay, gestern Abend sind wir hier in einem Autocamp angekommen, zu dritt, und haben jetzt hier eben geparkt. Jetzt geht's ans Unna-Camp, wo wir ein, zwei Tage bleiben und dann uns auf den Weg nach Hause machen. Also wird jetzt wahrscheinlich das Urlaubsvideo so gut wie zu Ende sein, weil vom Unna-Camp haben wir ja schon gesehen, da wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Wenn was passiert, filme ich's, solange der Akku noch hält. Und ich sage jetzt schon mal tschüss, danke fürs Angucken und passt auf eure Autos auf. We are